Herzlich willkommen zu der ersten Sitzung unseres Grundkurses Einführung in die Satzsemantik. Mein Name ist Manfred Krifker und ich unterrichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wie Sie sicher wissen, ist die Semantik die Lehre von der Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken, von Wörtern, Sätzen oder ganzen Texten. Aber was ist Bedeutung eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir säßen jetzt im Seminarraum. Ich nehme mein Telefon. Wähle die 112 und sage zu der Person am anderen Ende: Es brennt im Seminargebäude Dorotheenstraße 24, Haus 3, erster Stock. Wenn ich das mache, dann geht wenige Minuten später der Alarm los. Es werden Löschfahrzeuge mit heulenden Sirenen vor dem Seminargebäude Dorotheenstraße 24 in Berlin aufziehen und mit ihren Apparaturen in Stellung gehen. Es wird ein lautes Warnsignal die Studierenden und Lehrenden aus dem Gebäude treiben. Es werden Feuerwehrleute das Haus durchsuchen und nach einiger Verwirrung wird man mich als Urheber dieses Streiks identifizieren und mir eine saftige Geldstrafe aufbrummen. Deswegen sollte das auch eher ein Gedankenexperiment bleiben. Es ist wirklich merkwürdig, was man mit einigen Schallwellen so alles bewirken kann. Ich meine nun nicht den ganzen technischen Klimbims der Umwandlung der Schallwellen und ihre Übertragung als elektronische Schwingungen, sondern was in den Köpfen der Menschen vorgeht. Wie kommt es, dass etwas, was in meinem Kopf vorgeht, im Kopf der Person, die den Ruf entgegennimmt, landet und da bestimmte Reaktionen auslöst? Was steckt eigentlich in diesen Schallwellen? Wir werden uns mit dem essentiellen Teil der Sprache beschäftigen, ohne den Kommunikation und wahrscheinlich ein wesentlicher Teil der Sprache selbst nicht möglich wäre. Was ist Bedeutung? Ich möchte hier drei Aspekte anhand unseres Beispielsatzes, den ich eben geäußert habe, unterscheiden. Es ist das zum ersten die Ausdrucksbedeutung. Zweitens haben wir die sogenannte Äußerungsbedeutung. Und drittens den kommunikativen Sinn. Wir beginnen mit der Ausdrucksbedeutung. Damit bezeichnet man die wörtliche Bedeutung eines Satzes, also die Bedeutung, die ihm in seiner Eigenschaft als Ausdruck einer bestimmten Sprache zukommt. In der Ausdrucksbedeutung bleibt das, was den Umständen der konkreten Äußerung, was sich daraus ergibt, das bleibt unausgedrückt, auch das, was damit mitgemeint ist, zum Beispiel, dass man jetzt die Feuerwehr rufen will. Man kann sich das so vorstellen, wenn Sie einen Zettel finden, auf dem zum Beispiel steht, ich komme dich morgen Mittag besuchen, und das finden Sie auf der Straße, dann wissen Sie nur über die Ausdrucksbedeutung Bescheid, über nichts sonst. Sie wissen nicht, wer wen besuchen will, wann das geschehen soll, denn Sie wissen ja nicht, wann der Zettel geschrieben worden ist. Sie wissen nicht, zu welchem Zweck das geschehen soll. Wir kommen nun zu dem zweiten Bedeutungsaspekt, die Äußerungsbedeutung. Die Äußerungsbedeutung ergibt sich aus der Ausdrucksbedeutung zusammen mit der Situation, in der dieser Satz geäußert wurde. Diese Situation wird auch die Kontextsituation genannt. Sie
Sie spezifiziert also den Zeitpunkt und den Ort der Äußerung sowie den Sprecher und den Adressaten. Während unser Beispielsatz nur eine einzige Ausdrucksbedeutung besitzt, kann er eine Vielzahl von verschiedenen Äußerungsbedeutungen haben, je nachdem, wann und wo und von wem er geäußert wurde. Wenn wir nun die Informationen berücksichtigen, die ich angegeben habe, kann man die folgende Äußerungsbedeutung für diesen Satz annehmen. Der Sprecher Manfred Klifka teilt dem Notruf der Berliner Feuerwehr am 20. April 2020 um 14.20 Uhr mit, dass es am 20. April 2020 um 14.20 Uhr im Seminargebäude Dorotheenstraße 24 aus 3 erster Stock brennt. In der Äußerungsbedeutung werden also alle Umstände aus der Kontextsituation ausbuchstabiert. Die Ausdrucksbedeutung und die Äußerungsbedeutung zusammen nennt man auch die deskriptive Bedeutung. Auch mit der Äußerungsbedeutung ist noch nicht alles erfasst, was wir kommunizieren wollen. Denn wenn jetzt die Person am anderen Ende der Leitung sagt, so ist ja ein Ding, und auflegt, dann habe ich mein kommunikatives Ziel verpasst. Ich habe also noch eine weitere Art von Bedeutung, das ist der sogenannte kommunikative Sinn meiner Äußerung. Der kommunikative Sinn ist das, was ich mit meiner Äußerung beabsichtige. Also hier zum Beispiel, dass die Feuerwehr kommen soll und den Brand löschen soll. Das Teilgebiet der Linguistik, das sich mit der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, also der Ausdrucksbedeutung beschäftigt, heißt Semantik. Mit dem kommunikativen Sinn sprachlicher Äußerungen befasst sich hingegen vorrangig die Pragmatik. Die Pragmatik ist allgemein definiert als die Lehre vom Gebrauch sprachlicher Ausdrücke in konkreten Kontexten. In welche der beiden Domänen die Beschäftigung mit der Äußerungsbedeutung fällt, ist nicht so eindeutig zu entscheiden. Sie ist hier wie auch da von Bedeutung, will sagen von Wichtigkeit. Wir werden sie letztlich auch der Semantik zuschlagen und in diesem Kurs mitbehandeln. Unter Semantik verstehen wir also die Theorie der deskriptiven Bedeutung sprachlicher Ausdrücke. So, wir haben jetzt gesehen, dass es drei Aspekte von Bedeutungen zu unterscheiden gibt und dass wir uns in der Semantik mit der deskriptiven Bedeutung beschäftigen. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Natur von Bedeutungen? Sehen wir uns hierzu mal einige intuitive oder vortheoretische Zugänge an. Wir beginnen mit dem besonders einfachen Fall von Namen. Zum Beispiel steht der Name Abraham Lincoln für den 16. Präsidenten der USA. Der Name Kairo steht für die Hauptstadt Ägyptens. Der Name Riegel steht für einen Stern in der Konfiguration Orion. Der Name Koh-i-Noor steht für einen großen Diamanten in der Krone der britischen Königin. Und Pam steht für einen Zyklon, der im Jahr 2015 den Staat Vanuatu im Südpazifik verwüstete. Die Gegenstände oder Personen, für die Namen stehen, bezeichnet man als deren Referenten und spricht davon, dass ein Name auf eine Person oder einen Gegenstand referiert. Manchmal gibt es kleinere Probleme mit Namen. Sie können zum Beispiel mehrdeutig sein, also mehr als einen Referenten haben. Zum Beispiel gibt es einen zweiten Ort namens Kairo im US-Bundesstaat Illinois. Oder ihr Referent ist nicht klar umrissen, welche Wettererscheinungen genau gehören zum Zyklon Pam. Aber über diese Probleme können wir hier hinwegsehen. Etwas schwieriger wird es bei Namen für fiktive Entitäten, wie zum Beispiel Aphrodite, Pippi Langstrumpf, Nikolaus oder Utopia. Um anzugeben, worauf diese Namen referieren, müssen wir unser Repertoire an möglichen Referenten auf solche Entitäten ausweiten, die es nur in bestimmten vorgestellten Welten gibt. Damit handeln wir uns jedoch schon ernsthafte Probleme ein. Ist die Person, die sich der kleine Felix unter dem Nikolaus vorstellt, dieselbe wie die, die sich die kleine Erdner unter ihm vorstellt? Man kann dazu sagen, das ist ja eigentlich ganz unwichtig. Es kommt darauf an, dass der Nikolaus bestimmte Eigenschaften hat, nämlich dass er einen langen Bart hat, dass er am 5. Dezember Geschenke bringt und so weiter. Aber das ist dann jetzt eine andere Art von Bedeutung als die oben beschriebene, dass man
dass man auf eine bestimmte Person referiert, stellt sich hier die Frage, was sind eigentlich Eigenschaften? Wenn wir jetzt Substantive in den Blick nehmen, dann vergrößern sich die Schwierigkeiten nur noch. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Hund. Worauf bezieht sich das? Sicher nicht nur auf einen einzelnen Hund, den Hund Rex etwa, sondern irgendwie auf alle Hunde. Diese Menge verändert sich jedoch ständig. Hunde sterben, werden geboren und wir haben nicht den Eindruck, dass sich damit auch die Bedeutung des Wortes Hund verändert. Des Weiteren können wir zwischen der Bedeutung von Brontosaurus und Tyrannosaurus unterscheiden, obwohl beide Tierarten bereits ausgestorben sind, es von ihnen also überhaupt keine gegenwärtig existierenden Vertreter mehr gibt. Und es gibt auch Substantive wie Zentaur, die nach unserem Wissen nie auf irgendwelche Entitäten zugetroffen haben, sondern nur in der Vorstellung bestimmter Gruppen von Menschen existiert haben. Es kommt auch zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Der Hund ist ja aus dem Wolf hervorgegangen. Ab welcher Stufe kann man von einem Hund sprechen? Wo muss man noch von einem Wolf sprechen? Bei anderen Wortarten werden die Probleme eher noch größer. Wofür stehen Verben wie schlafen oder schlagen? Vielleicht für Ereignisse, die in Raum und Zeit lokalisierbar sind? Was ist dann aber der Unterschied zwischen kaufen und verkaufen? Die passieren immer gleichzeitig. Und ein Verb wie kennen drückt überhaupt kein Ereignis aus. Was bedeuten Adjektive wie faul oder fleißig? Adverbien wie versehentlich oder eine Präposition wie durch, ganz zu schweigen von sogenannten Funktionswörtern wie wenn oder aber und oder. Vielleicht sollten wir besser gar nicht versuchen, die Frage nach der Bedeutung von den Wörtern ausgehend zu erklären. Es hat sich tatsächlich als zielführender erwiesen, zunächst nach der Bedeutung von Sätzen zu fragen und von dieser auf die Bedeutung einzelner Wörter zurückzuschließen. Diese Einsicht geht auf den Logiker und Mathematiker Gottlob Frege zurück, dessen Werk wir noch näher kennenlernen werden. Frege sagt, nur im Zusammenhang eines Satzes bedeuten die Wörter etwas. Eines der Probleme in der Untersuchung sprachlicher Bedeutungen ist, dass man sie nicht direkt beobachten kann. Allerdings haben Bedeutungen oft genug beobachtbare Handlungen zur Folge, wie bereits unser Feuerwehrbeispiel gezeigt hat. Kann man aus diesem Umstand vielleicht einen systematischen Zugang zum Phänomen sprachlicher Bedeutung gewinnen? Der Zusammenhang zwischen sprachlichen Bedeutungen und Handlungen ist am besten bei Befehlssätzen zu erkennen. Wenn in dem Film Lola rennt, Lola zu Manni sagt, küss mich, und Manni Lola darauf küsst, dann können wir mit Recht sagen, dass Manni die Bedeutung von Lolas Äußerung verstanden hat und aufgrund dessen eine beobachtbare Handlung ausgeführt hat, die mit dieser Bedeutung im Zusammenhang steht. Die Frage ist aber, lässt sich diese Überlegung verallgemeinern? Wie steht es zum Beispiel mit Aussagesätzen? Ein relativ klarer Fall ist vielleicht der folgende. Ich stehe in der U-Bahn und sage dem Nachbarn, Sie stehen auf meinem Fuß. Wenn mein Nachbar nun seinen Fuß von meinem herunternimmt, dann ist diese Handlung sicherlich auf die Bedeutung von meiner Aussage zurückzuführen. Allerdings passiert das eher aufgrund des kommunikativen Sinns dieses Satzes und nicht so sehr wegen der Bedeutung. Mein Nachbar könnte zum Beispiel sagen, ja und nicht von meinem Fuß gehen. Bei vielen anderen Aussagesätzen ist dieses Verhältnis zu Handlungen noch viel schwieriger. Vielleicht haben Sie in der Schule gelernt, der größte Gletscher auf Island ist der Vatnajökull. Ich weiß nicht, ob dieses Wissen jemals Ihre Handlung bestimmt hat. Vielleicht waren Sie ja mal in Island und es hat Ihre Handlungen bestimmt. Aber für mich hat dieses Wissen mich noch niemals zu irgendeiner Handlung bewegt. Es gibt die weit verbreitete Ansicht, dass die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke etwas mit mentalen Zuständen von Sprechern zu tun haben müsse. Schließlich will der Sprecher eine Idee, eine Vorstellung dem Adressaten mitteilen, sodass dieser dann eine ähnliche Idee oder Vorstellung übernimmt, reproduziert. Der mentale Zustand des Sprechers soll sich gewissermaßen auf den Adressaten übertragen. Diese Sichtweise ist einleuchtend, aber auch problematisch.
Der mentale Zustand eines Sprechers kann viel reicher sein als der, dem der mitgeteilte Gedanke entspricht. Wenn zum Beispiel Manni den Satz »Ich habe aus Versehen das Geld für die Drogen in der U-Bahn liegen gelassen« seiner Freundin Lola gegenüber äußert, dann hat sie Angst und Sorgen um ihn. Wenn er den Satz hingegen dem Drogendealer seinem Auftraggeber äußert, dann ist der wütend und hasserfüllt. Das heißt, die mentalen Zustände sind jeweils ganz anders. Wir müssen also zwischen den mentalen Zuständen, die eine Information beim Adressaten auslösen kann, und der Information selbst unterscheiden. Wir müssen auch berücksichtigen, dass Sprache zumindest auch eine intersubjektive Angelegenheit ist. Sprache ist zumindest auch eine intersubjektive Angelegenheit. Wenn Lola ihrem Freund Manni das Versprechen »Ich beschaffe dir die 100.000 Mark« gibt, dann hat sie eine Handlung mit sozialer Relevanz vollzogen. Sie kann sich nicht damit herausreden, dass sie bei dieser Handlung etwas anderes gedacht hat oder dass sie in einem anderen mentalen Zustand war. Gottlob Frege hat bei Bedeutungen einen strikt antimentalistischen, antipsychologischen Standpunkt vertreten. Natürlich hat er die Existenz von mentalen Erscheinungen anerkannt, aber er hat strikt zwischen Vorstellungen und Gedanken unterschieden. Ersteres sind bei ihm die mentalen Zustände, die Sprecher und Hörer mit sprachlichen Ausdrücken verbinden. Unter letzteren versteht Frege aber etwas Intersubjektives. Es sind abstrakte Objekte, zu denen wir mentalen Zugang haben können. Eine moderne Form der mentalistischen Auffassung von Bedeutung ist, dass man Bedeutungen als Gehirnvorgänge auffassen kann. Wir wissen ja, dass mentale Einstellungen mit physikalischen Ereignissen im zentralen Nervensystem korrelieren. Folglich sollten wir durch die nähere Betrachtung dieser Prozesse mentale Zustände und somit auch sprachliche Bedeutungen auf empirischem Wege gleichsam von außen als Naturwissenschaftler erfassen können. Es gibt hierfür zwei wichtige Ansätze. Die erste besteht darin, dass man Stoffwechselvorgänge im Gehirn beobachtet. Wenn nämlich ein bestimmtes Hirnareal bei der Lösung einer Aufgabe aktiv wird, dann benötigen die Nervenzellen, die Neuronen dieses Areals verstärkt Sauerstoff und Zucker. Und diese Stoffe werden durch das Blut herangeschafft. Und diesen Prozess kann man wiederum mit Hilfe von verschiedenen technischen Verfahren sichtbar machen. Es gibt ja insbesondere die funktionelle Magnetresonanztomographie oder FMRT. Durch deren bildgebende Verfahren haben wir zum Beispiel gesehen, dass Nomina und Verben in verschiedenen Arealen des Gehirns verarbeitet werden. Ein Nachteil der FMRT ist, dass die Stoffwechselvorgänge relativ träge sind und dass man deswegen schnelle sprachliche Erscheinungen nicht beobachten kann. Dafür kann man allerdings eine andere Technik einsetzen, die Elektroenzephalographie oder das EEG. Damit misst man das elektromagnetische Feld an der Kopfhaut und kann damit auf die Aktivitäten der Neuronen zurückschließen. Man untersucht hier insbesondere Reaktionen auf bestimmte Reize. Man nennt das ereigniskorrelierte Potenziale, EKP oder englisch ERP. Diese Reaktionen können sehr schnell geschehen und auch so erfasst werden. Ein wichtiger semantischer Effekt, den Sie kennen sollten, ist die sogenannte NV100-Reaktion. Wir finden, wenn eine Versuchsperson ein Wort hört, das unerwartet ist, weil es nicht in den semantischen Zusammenhang passt, eine bestimmte Reaktion zeigt, nämlich dass sie eine Negativität 400 Millisekunden nach dem Einsetzen des Reizes aufweist. Zum Beispiel, wenn man einer Versuchsperson den Satz »Er bestrich das warme Brot mit Socken« vorspielt, dann gibt es 400 Millisekunden nach dem Einsatz des Wortes Socken, das ja unerwartet ist, ein negatives Potenzial an bestimmten Stellen des Schädels. Das wird über viele Versuche gemittelt und man bekommt dann im Mittel gewissermaßen diese N400-Kurve, die Sie hier auch sehen. Was kann man nun
zum Studium von Gehirnvorgängen als Zugang zu Bedeutungen sagen. Es gibt hier dieselben Probleme, die wir schon bei den mentalen Zuständen als Erklärungen von Bedeutungen gesehen haben. Es kommt noch hinzu, dass, obwohl die Verfahren so weit entwickelt worden sind, sie noch immer sehr grob sind, um eigentliche semantische Phänomene zu untersuchen. Das gilt jedenfalls für viele Phänomene, die in der Semantik eine Rolle spielen. Als weitere Erkenntnisquelle ist die Gehirnforschung natürlich hochwillkommen, aber sie kann die theoretische Beschäftigung mit Bedeutung, wie wir sie noch weiter kennenlernen werden, nicht ersetzen. Ein sehr naheliegender Zugang zu Bedeutungen ist, dass man Bedeutungen auf andere Bedeutungen zurückführt, dass man zum Beispiel ein Wort mit anderen Wörtern umschreibt, dass man einen Satz paraphrasiert. So was machen wir ja ständig, wenn wir zum Beispiel ein Wörterbuch schreiben, ein fremdsprachliches Wörterbuch, aber auch ein Wörterbuch in derselben Sprache. Nun ist das natürlich problematisch, denn da führen wir Bedeutungen auf Bedeutungen zurück. Das heißt, wir wissen noch immer nicht genau, was Bedeutungen eigentlich sind. Und deswegen ist das eher ein praktisches Verfahren, das hier auch erwähnt werden sollte, das uns aber nicht echten Aufschluss über die Natur von Bedeutungen gibt. Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wie sollen wir an das Phänomen der Bedeutungen jetzt rangehen? Der Zugang, der sich am erfolgversprechendsten erwiesen hat, ist, Bedeutungen über den Begriff der Wahrheit zu erklären. Und dieser Ansatz geht wiederum auf den schon bekannten Gottlob Frege zurück. Frege führt den Begriff der Bedeutung auf den konzeptuell einfacheren Begriff der Wahrheit zurück. Dabei geht er von der Bedeutung von Sätzen aus, denn ein Substantiv oder ein Adjektiv oder Wörter allgemein können nicht wahr oder falsch sein. Und wenn man dann den Wahrheitsbegriff und wenn man dann die Bedeutung von Sätzen geklärt hat, kann man darauf auf die Bedeutung einzelner Wörter schließen, denn die Wörter tragen ja zu der Bedeutung von Sätzen bei. Das Forschungsprogramm, das sich darauf gründet, heißt Wahrheitsbedingung Semantik oder Englisch Truth Conditional Semantics. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat diesen Bezug von Satzbedeutung zur Wahrheit so beschrieben. Einen Satz verstehen heißt wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist. Der Zusatz in Klammern ist sehr wichtig. Es gibt viele Sätze, von denen wir nicht wissen, ob sie wahr oder falsch sind, die wir aber dennoch verstehen. Ein Beispiel ist der Satz, es hat in Timbuktu am 12. Januar 1743 um 8 Uhr morgens Ortszeit geregnet. Niemand weiß, ob das wahr oder falsch ist. Uns fehlt einfach die faktische Information. Dennoch verstehen wir den Satz, weil wir wissen, wie die Umstände beschaffen sein müssen, damit der Satz wahr oder damit der Satz falsch ist. Ein Sprecher kennt die Bedeutung eines Satzes genau dann, wenn er seine Wahrheitsbedingungen kennt. Das heißt, man muss für jede Situation, über die man hinreichend informiert ist, angeben können, ob der Satz in dieser Situation wahr ist oder falsch. Der Begriff der Situation, wie ich ihn gerade verwendet habe, geht zurück auf den Begriff der möglichen Welt, wie er von dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz eingeführt worden ist und seitdem von Philosophen wie Rudolf Carnap und David Lewis weiterentwickelt wurde. Was ist nun aber eine Situation? Unter einer Situation wollen wir hier einen raumzeitlichen Ausschnitt der Welt verstehen oder der Welt, wie sie beschaffen sein kann. Zum Beispiel, wenn wir uns diese Welt, wie sie durch das Regenradar zu einem bestimmten Zeitpunkt gezeigt wird, anschauen, kann man sagen, in dieser Situation ist der Satz, es regnet, wahr. In dieser Situation ist der Satz auch wahr, aber in dieser Situation ist der Satz falsch. Warum ist der Satz in dieser Situation hier wahr? Naja, weil in dieser Situation, in diesem Raum-Zeitgebiet Regen vorkommt.
Dasselbe will ich jetzt nochmal mit zeitlichen Situationen darstellen. Hier sehen Sie einige Filmclips aus dem Film Lola rennt. Der Satz Lola rennt ist an diesen Situationen wahr und an diesen Situationen nicht wahr. Wir halten hier also fest, dass sich Sätze auf Situationen beziehen, die sogenannte Bezugssituation. Die Bedeutung eines Satzes Alpha legt für jede Situation S fest, ob Alpha bezüglich der Situation S wahr oder falsch ist. Wir kommen zum Ende. Ich will aber noch kurz etwas dazu sagen, wie wir über Bedeutungen und Ausdrücke sprechen. In allen anderen Wissenschaften ist die Trennung zwischen der Sprache und dem Objekt, über das wir sprechen, völlig klar. Als Physiker wird man das Wort Elektron nicht mit dem Ding. Das ist in der Sprachwissenschaft aber anders, denn da ist das Objekt der Selbstsprache. Wir bezeichnen die Sprache, über die wir sprechen, die Objektsprache und schreiben sie kursiv oder hier blau. Und die Sprache, in der wir über Sprache sprechen, nennen wir Metasprache. Wir reden auch über Bedeutungen. Und Bedeutungen, haben wir gesehen, sind relativ abstrakte Angelegenheiten. Wir müssen aber darüber sprechen und auch da umschreiben wir diese Bedeutungen wieder. Und da gibt es die Konvention, dass wir sie in einfache Anführungszeichen schreiben. Wir verwenden ferner die Konvention, dass man durch doppelte Klammern, die man um Objektsprache anfügt, die Bedeutung von diesem objektsprachlichen Ausdruck meint. Zum Beispiel die Bedeutung von Lola rennt wird so angegeben. So, das wäre es für heute. Wir haben also uns überlegt, was Bedeutung eigentlich ist. Wir sind darauf gekommen, dass der Begriff der Wahrheit als elementarer, als der Grundbegriff angesehen werden sollte. Das ist natürlich jetzt hier ein Versprechen, dass das ein sinnvoller Ansatz ist. Jedenfalls hat der zu einem sehr fruchtbaren Forschungsfeld geführt. Schauen Sie sich das Skript an, machen Sie die Aufgaben und bis zum nächsten Mal.